Frau Nora Vielbaum, kommen Sie bitte zu uns. Die ist CEO, Mitglied des Verwaltungsrates von Vitra aus der Schweiz. Herzlich willkommen. Hallo. Ich hätte sonst noch was gesagt. Sie dürfen. Und zwar dass die Dinge, die Sie herstellen, auch Politik machen. Sie haben den Bundestag bestuhlt, diese blauen Dinge, die immer vor und zurück rutschen. Ja. Sie haben aber auch mit einem, das heißt, glaube ich, Scape, da saßen dann beim NATO-Gipfel Barack Obama und Angela Merkel drauf. Wir sitzen gleich auf Ihren Produkten. Aber wie schaffen Sie es denn, dass die Mächtigen dieser Welt auf Ihren Produkten sitzen? Das ist eine gute Frage. Manchmal weiß ich das auch nicht ganz so genau. Der NATO-Gipfel ist schon eine Weile her. Aber ich weiß, dass vor kurzem, genau 10 Jahre her, 2009. Barack Obama in Paris war und entscheiden musste, auf was er sitzt. Und unser Team vor Ort gab ihm 2 Möglichkeiten. Eins war ein Eames-Stuhl von einem amerikanischen Designer, das andere ein Stuhl von Prouvé, einem französischen Designer, beides Klassiker, und er musste entscheiden. Und, aber wieso sind Sie denn schon wieder vor Ort beim Barack Obama in Paris? Das ist doch die interessante Frage. Sie sind da vor Ort, nicht die Konkurrenz. Wie kommen Sie denn dazu, dann, dass er sich zwischen 2 Produkten Ihrer Firma entscheiden soll? Scheinbar haben wir da einiges gut gemacht.